Katjana. Ach, hallo. Ich wollte den Raphael abholen. Oh, jetzt schon? Die Kinder sind alle noch im Garten. Die spielen gerade noch Dornröschen. Okay. Aber kommen Sie ruhig mit durch. Ja. Ich spiele schon gefühlt das fünfte Mal jetzt Dornröschen. Das fünfte Mal schon? Ja, ungefähr. Und immer muss die Arme herhalten, weil die Kinder nicht wollen. Oh je. Ich wird ja wach geküsst nachher. Und alles klar. Ja, natürlich von den Mädels keiner. Ja. Genau, da liegt sie schon. So. Hallo, kleiner Mann. Na? Dornröschen immer noch am Schlafen hier? Ja. Was ist denn hier los? Guck mal, vorne haben wir noch ein bisschen Kuchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja noch mal zum Kuchen gehen. Und dann kümmere ich mich ums Dornröschen, dass die endlich mal wach wird, okay? Ja? So, super. Ist aber merkwürdig, dass die am Schlafen ist. Hallo? Ist sie jetzt wirklich eingeschlafen oder was? Hey! Wach werden! Dornröschen-Spiel ist vorbei. Oh. Hey! Hey, hi. Sag mal, ist dir so warm? Bist du so geschwitzt? Oder was? Am Anfang dachte ich ja wirklich einfach, dass meine Schwester eingeschlafen ist bei dem Spiel. Aber dass da so was Dramatisches hintersteckt, das hätte ich nie gedacht. Was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie irgendwie... Ein bisschen übernommen. Nee, das ist einfach... Hat sie jetzt geschlafen? Wir haben gespielt. Hast du wirklich geschlafen? Und ja, wie okay, warte, ich hol dir mal ein Glas Wasser am besten, ja? Das ist irgendwie ein bisschen... Geht's alles denn? Okay? Hast du meine Tabletten, meine Grippetabletten mitnehmen? Grippetabletten, ich weiß nicht. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Ja, ich guck mal. Ja, ich hol dir erstmal ein Wasser, dann wird es schon. Aber jetzt einfach Tabletten nehmen, du weißt ja gar nicht, was Sache ist. Ich hol dir eben ein Wasser. Was ist denn passiert bei Ihnen? Ach, nix. Also alles haben gut. Sie alles gut. Alles in Ordnung ja, bei Ihnen? Soll ich Ihnen mal hochhelfen? Ich krieg noch einen Schluck Wasser und dann... Ja, machen Sie mal. Also, ist ja... Geht's? Hallo? So habe ich meine Schwester noch nie gesehen. Das kann doch keine normale Grippe gewesen sein, die sie so hat aus den Latschen kippen lassen. Die Tante des Geburtstagskindes informiert umgehend den Rettungsdienst. Auch Minuten später ist ihre Schwester immer noch bewusstlos. Die 34-Jährige wirkte im Vorfeld des Geburtstages bereits erschöpft. Jetzt zeigt sich, es steckt weit mehr dahinter als eine verschleppte Grippe. Da vorne. Hallo. Na, geht's euch gut? Ja. Schön. Meine Schwester ist einfach zusammengesackt eben. Sie ist noch mal kurz wach geworden. Okay. Und dann wollte ich ihr ein Wasser bringen und dann ist sie wieder komplett zusammengesackt und seitdem auch nicht mehr ansprechbar. Wird nicht wach. Keine Reaktion. Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Hallo. Kommt nichts. Puls hat sie, ne? Und Arme. Ja. Frau Hinze, kann das sein, dass sie hier irgendwas am Essen... Nee, mit dem Essen ist nichts. Sie hatte jetzt die letzten Tage wohl so eine leichte Grippe auch. Hat meines Wissens nach auch ab und zu Tabletten schon genommen, so gegen Grippe irgendwas. Ja. Ich habe jetzt eigentlich den Eindruck gehabt, dass es zu viel Stress war für sie. Ne? Sie ist jetzt seit 2 Tagen für den Kindergeburtstag alles am Organisieren. Sie übernimmt sich da immer total. Mhm. Ist mega perfektionistisch immer und schläft dann auch kaum. Hauptsache, alles ist perfekt für den Tag. Und ja, es war halt meine Idee, dass sie einfach zu viel gestresst ist. Hat sie sonst irgendwelche Vorerkrankungen? Oder ja, Grippe hatte sie jetzt eine leichte... Aber nicht Diabetes, Herzrhythmusstörung? Nee, sowas nicht. Nee, sonst alles in Ordnung. Bei der Patientin angekommen, die ja augenscheinlich tatsächlich bewusstlos war, haben wir zuerst natürlich Puls und Atmung kontrolliert, dass beides gut und kräftig vorhanden war. Über die Schwester haben wir erfahren, dass sie schon seit einigen Tagen einen grippalen Infekt haben sollte. Da sie aber den ganzen Stress hatte mit Kindergeburtstag, Vorbereitung etc., hat sie das Ganze einfach mit Medikamenten unterdrückt und sich nicht geschont. Also war der erste Verdacht naheliegend, dass sie halt zusammengeklappt ist aufgrund dieses verschleppten Infektes. Wie gesagt, die hatte eine leichte Grippe jetzt die letzten Tage. Vielleicht hat sie die noch nicht so ganz auskuriert. Gut, also ich will ja jetzt auch nicht irgendwie so übervorsichtig sein, nee, aber also mit dem die Kinder sitzen da und ich habe das ist aber in Ordnung. Also die können auch ruhig ans Essen weiterhin gehen. Da ist also lege ich meine Hand für ins Feuer. Könnte ich Sie nur einmal kurz bitten? Meine Schwester ist jetzt hier im besten Händen, dass Sie einfach mal nach den Kindern schauen. Schau einmal kurz nach den Kindern. Ja, super, danke schön. So, Mädels. Raphael, also ich habe euch eben gesagt, am besten jetzt erstmal nichts essen. Ne? Die Mama von der Jana ist jetzt gerade umgefallen. Ich möchte jetzt, dass ihr im Moment mal das Essen aufhört. Ne? Raphael. Ja, bei der Versorgung der Patientin fiel mir im Hintergrund eine Mutter auf, die am Geburtstagstisch stand und den Kiddies schon was von Lebensmittelvergiftung erzählt hatte und Bauchschmerzen. Und da habe ich schon so für mich gedacht, oh je, mit der kriegen wir nachher noch Probleme.
da muss jetzt mal jemand nach den Kindern gucken. Ich höre das schon. Also, was erzählen Sie den Kindern denn da? Ja, das Essen ist anscheinend nicht in Ordnung. Denen ist schlecht. Also meinem Sohn ist schlecht. Ich gehe mal gucken, ne? Die Valerie, die hat auch Bauchschmerzen. Also da muss jetzt jemand mal nachgucken. Also irgendwas stimmt ja hier. Irgendwas stimmt ja hier mit dem Essen. Aber Sie können ja die Kinder nicht aufhetzen, in so eine Angst machen. Das macht man nicht. Ich will ja keine Angst machen, aber hier muss ja jemand mal nachgucken. Hi. So, wer ist Valerie? Ich. Perfekt. Dann komme ich mal rüber. Ich nehme aber einen blauen Stuhl, ne? Weil pink ist jetzt nicht so meins. Da ist der Luftrad. Wo ist denn der? Zack. So. So. Ich heiße Florian. Wer hat jetzt Bauchweh? Die Valerie hat Bauchschmerzen. Du hast Bauchweh. Und mein Sohn hat auch Bauchschmerzen. Das ist der Sohn. Du hast auch Bauchschmerzen. Aber du hast keine. Außer, dass du Geburtstag hast. Gut. Und ihr beide habt ihr auch Bauchschmerzen? Okay. Wo hast du die Bauchschmerzen? Hier. Ich habe mich erst mal vorgestellt, so ein bisschen auf die witzige Ebene, um schnell Kontakt zu den Kindern zu finden. Ich bin Bauch einmal abgetastet, der war weich, sie hatten keinen Druckschmerz. Und ich habe auch ein Stück vom Kuchen probiert, dass sie auch sahen, dass man das Essen essen kann. Und es hat nicht komisch geschmeckt. Und man muss hier nicht von einer Lebensmittelvergiftung aussehen, weil die kommt nicht so schnell. Die kommen dann innerhalb von 4 bis 6 Stunden. Und ich denke mal, dass es davon kommt, weil die Mutter da schon ganz viel Vorarbeit geleistet hat, was Bauchschmerzen sind, und hat die Nervosität damit reingebracht. Und Kinder sind total affin, sowas ganz schnell aufzunehmen. Die Bauchdecke ist nicht erhärtet, das ist alles weich. Ich habe gerade hier zweimal geklingelt und keiner hat mir die Tür geöffnet. Sie könnten, also hier. Wer sind Sie denn? Ich bin Eva, die Mutter von Valerie. Ja, hier läuft gerade ein Rettungsdiensteinsatz. Haben Sie irgendwas hiermit zu tun? Was ist hier los? Hier ist Hoscha. Ich wollte den Raphael abholen und da hinten kippt die Mutter von der Jana um und. Wie kippt um? Sie ist einfach umgefallen. Vielleicht wegen der Hitze, keine Ahnung, was sie hat. Ja, ich vermute mal, dass hier irgendwie, aber der Kollege hier, der meint, an dem Essen ist nichts dran. Ja. Ich habe den Kindern jetzt erstmal hier gesagt, nichts mehr essen. Also. Aber es ist. Geht's euch gut, es Kinder? Ist mit dem Essen. Also wir können jetzt. Ja, die Beine haben ein bisschen Bauchschmerzen, aber das wird nicht von dem Essen kommen. Alles gut, das ist eher die Aufregung dem geschuldet. Was ist mit dem? Ja, da müssen wir jetzt wieder hingehen. Da gucke ich jetzt mal. Ja, so, ihr macht weiter Geburtstag, ne? Ja! Unterdessen kommt die junge Mutter langsam wieder zu Bewusstsein. Dass die 34-Jährige für die Gestaltung des perfekten Prinzessinnengeburtstags ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, kann Einsatzleiterin Katja Hoffmann noch nicht wissen. Was haben Sie für Medikamente genommen? Wissen Sie das? Oder waren das einfach die Grippemittel, die Sie im Schrank hatten? Eine Grippetablette. Einfach so? Mhm. Und ist schlimmer geworden oder besser? Ja, mal so, mal so. Ich weiß es nicht. Also gleichbleibend, oder? Nein. Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Hallo? Der Druck ist bei 80. Jetzt ist sie wieder bewusstlos. Sie ist relativ tarikat, 140er Frequenz. Okay, gucken wir, dass wir. Ich drehe mal ein bisschen auf. Weiß ich im Moment auch nicht 100%. Florian, kommst du mal bitte? Ja. Gucken wir, dass wir die Trage holen, dass wir sie schnellstmöglich ins Auto kriegen. Ist wieder bewusstlos geworden. Ja, die Patientin ist ja zwischenzeitlich wieder zu sich gekommen, war ansprechbar, war natürlich erstmal ein sehr gutes Zeichen. Aber im Verlauf der Behandlung ist sie erneut bewusstlos geworden. Und da war halt schon, sag ich mal, Alarmstufe. Wir mussten halt schnellstmöglichst handeln, um zu gucken, was ist hier ursächlich. So, jetzt müsst ihr mir mal einen Gefallen tun. Der Mama geht soweit gut. Wir kümmern uns um sie, ne? Okay. Also, das werden sie auf jeden Fall ins Krankenhaus. Ich muss mit der Trage durch. Sie müssten einmal den weißen Tisch, die Stühlchen, den blauen Stuhl da und die Kies einfach ein bisschen nach links verlagern, ja? Dann hole ich eben die Trage. Vielleicht ziehen sie den noch ein bisschen ran, sodass ich hier so runterkomme. Okay, Sie managen das? Ja, wir schaffen alles klar. Das. Kommt, super. Zieh die selbst schön mit, ne? Ja? Perfekt. Gehen alle auf. Und wir schieben alle Tische ein bisschen nach rechts. Ja? Macht hier schön. Und den auch ein bisschen nach rechts. Ja, bye. Hier toll. Und noch den auch noch. Upsi. So. Natürlich ist es möglich, wenn man so einen grippalen Infekt verschleppt oder eine tatsächliche Grippe verschleppt, dass man irgendwann schlapp macht, dass der Körper nicht mehr kann und halt es zum Kreislaufkollaps kommt. Hier in der Situation war aber alles ein bisschen undurchsichtig und wir hatten das Gefühl, dass da doch noch ein bisschen mehr hintersteckte, was sich ja letztendlich dann auch bestätigt hat. So, Vorsicht, jetzt kommt das große rollende Etwas. Mama wird's wieder. Keine Sorge, die macht euch nichts, das ist quasi ein rollendes Bett. Wie ihr von zu Hause kennt, nur auf Rollen. Aber wie willst du das denn auf die Wiese kriegen? Tja, das siehst du jetzt. Das ist die ganz oben, die hat auf rote Räder. Was für ein lieber
gut das geht, ja, ne? Der Kreislauf der 34-Jährigen droht komplett zu versagen. Die Ursache dafür ist immer noch völlig unklar. Bis Einsatzleiterin Katja Hoffmann ein entscheidendes Detail am Körper der jungen Mutter entdeckt. Warte mal, ich habe hier gerade was gesehen. Schau mal. Oh, der sieht ja ein bisschen entzündet aus, ne? Mhm. Aber ob das ursächlich ist? Ja, das war beim Nageldesignerin. Dann sind die halt abgerutscht mit dieser Fräse da rein. Und dann hat sie schon gesagt, dass sich da ein bisschen was entzündet hat. Sie hat aber allerdings jetzt so einen Fake-Nagel noch einfach draufgeklebt, damit es halt für den Geburtstag perfekt ist. Ne? Das sollte ja jetzt nicht. Schön luftig abgeschlossen. Ja, die kriegen wir jetzt natürlich auch nicht darunter, ne? Das kann natürlich jetzt ursächlich sein. Ja, den Kleber noch hantiert hat, irgendwie in der Wunde oder was. Und dann. Okay. Bei der Patientin stand ja, sage ich mal, gedanklich schon im Raum, dass sie eine Sepsis haben könnte, sprich langläufig eine Blutvergiftung, weil die Vitalparameter gerade bei der zweiten Bewusstlosigkeit, Pulsfrequenz ist hochgeschossen, Blutdruck ist abgesackt. Wir hatten eine Temperatur von über 39. Jetzt war augenscheinlich nicht zu sehen, warum sie diese Symptomatik haben sollte. Beim Umlagern haben wir jedoch gesehen, dass sie einen künstlichen Fingernagel hatte, worüber sie schon wieder eingeklebt hatte. Und unter diesen zwei Fingernägeln musste wohl eine gewaltige Entzündung brodeln, was sie halt bis dato komplett ignoriert hat. Wäre jetzt eigentlich relativ untypisch, dass sowas der Fokus für eine Sepsis ist. Aber man hat es natürlich schon im Kopf. Wird alles wieder gut, ne? Können wir das jetzt machen? Ist es irgendwie in Ordnung, dass ihr noch auf die Kinder wir passen auf. Ich würde sehr gerne mitfahren jetzt einfach und gucken, was mit meiner Schwester ist. Auch hier? Ja, damit der Mama ist alles in Ordnung, ja, Mäuschen? Ja. Alles gut, ich fahre nur mal mit. Und ihr würdet dann Jana kann auf auch die Mütter warten, dass die Kiddies abholen. Machen Sie sich keine Sorgen. Kann auch bei mir übernachten. Nee, das wird schon gehen, aber ich würde jetzt unheimlich gerne hinterher. Geht's dir nicht besser, nein? Okay, wir müssen alles weitere im Krankenhaus jetzt machen. Okay, ich drücke ganz fest die Daumen. Alles gut. Ja, im Krankenhaus wird die Patientin jetzt natürlich noch mal weitestgehend untersucht werden. Es werden noch mal alle Vitalparameter ermittelt. Es werden Kulturen angesetzt, dass man guckt, was ist im Körper tatsächlich los. Natürlich erst ein Blutbild gemacht. Man wird versuchen, eine weitere Fokussuche zu machen. Also so nennt man das, wenn man die Ursache für eine Blutvergiftung oder für eine Sepsis sucht. Und zudem dann halt, wenn sich da der Verdacht bestätigen sollte, schon mal breitbandantibiotisch abgedeckt werden, sodass sie hoffentlich schnell wieder auf dem Weg der Besserung ist. Mit einer stark dosierten Antibiotikatherapie hat die Patientin die Blutvergiftung glücklicherweise schnell auskuriert. In der Aufregung um den Geburtstag ihrer Tochter hat die 34-Jährige ihre eigenen Beschwerden überhaupt nicht ernst genommen. In Zukunft will sie mehr auf ihren Körper hören.